Hallo meine lieben Freunde, heute im ersten Teil erfahrt ihr die Engelbotschaften für euer Sternzeichen für den Monat September 2017, vom Widder bis zur Jungfrau. Für den Widder ist der Engel Marchedel zuständig und er sagt dir, du hast ein Helfersyndrom und das entspricht deinem Wesen. Und es lautet, immer wieder Hilfe zu geben und einzugreifen, spontan und ohne Bewunderung zu erwarten. Du hilfst deinem Nachbarn, deinem Kollegen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, weil sie sich zu viel aufgeladen haben. Du siehst ihre Verzweiflung und deine Hilfe ist selbstverständlich. Doch wann denkst du einmal an dich? Und hilfst dir selbst. Du stehst bei dir immer hinten an. Deine Devise für September lautet, helfen ohne nachzudenken, aber vergiss dabei nicht dein eigenes Ego. Zum Stier. Engel Asmodel ist für dich zuständig. Und sag dir Folgendes, was auch immer du mit deiner Zeit machst, du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Es ist deine Zeit und die gehört nur dir. Du kannst sie verschwenden, wie und wann du es willst. Wenn du keine Lust hast, in deiner Freizeit etwas zu tun und du vielleicht nur herumsitzt und faulenzt, dann tu es. Denn es tut dir gut. Du wirst es merken. Deine Devise für September lautet, wann immer du willst, verschwende und genieße deine Zeit. Sie gehört nur dir. Die Zwillinge. Hier die Botschaft vom Engel Ambriel. Du brauchst Ruhe. Schenke sie dir, indem du dich irgendwo hinsetzt, wo dich die Stille einhüllt. Lasse deine Gedanken ziehen und versinke in der Stille und spüre die Ruhe in dir. Konzentriere dich nur auf dich und lasse deine Gedanken und Lebensbilder an dir vorbeiziehen. Das sind wie Bilder in einem Film. So wirst du dich leicht und befreit fühlen. Deine Devise für September ist, versinke in dir und lasse deine Gedanken an dir vorüberziehen, wie in einem Film. Zum Krebs. Die Botschaft deines Engels Muriel. Es ist nicht einfach, aber versuche doch einmal alles zu tun, als wäre es das erste Mal. Morgens aufstehen. Mahlzeiten zu dir nehmen, zu trinken, Zähne putzen, all das, was du automatisch täglich tust, mit der größten Konzentration. An deinem Arbeitsplatz erscheinen und danach einkaufen, durch die Stadt fahren, mit dem Bus oder dem Auto. Wenn du so handelst, wird es in dir wie ein Wunder vorkommen. Es kommt dir vor, als wenn es wirklich das erste Mal alles ist und du wirst merken, wie vollkommen dein Leben ist. Und das war dir noch nie so bewusst. Deine Devise für den Monat September ist, entdecke dein Leben neu und tue alles, als wäre es das erste Mal. Jetzt der Löwe. Engel Ferchiel zeigt dir, du stehst wieder einmal im Stau und ärgerst dich, weil du dich festgefahren, eingesperrt und gefesselt fühlst. Aber heute nicht. Lass deinen Gedanken freien Lauf in einer grenzenlosen Fantasie. Dein kluger Geist leitet dich und trägt dich dahin, wohin du willst. Denn dein Geist ist stärker
als alle Autos, die vor dir und hinter dir stehen und ungeduldig hupen. Nichts kann dich binden, nicht heute, nicht morgen, denn du bist ewig. Deine Devise für September lautet: Wann immer du im Stau stehst, denke an deine wunderbare Grenzenlosigkeit. Nun als letztes die Jungfrau. Engel Hamaliel bringt dir heute folgende Botschaft. Höre dir einmal zu, wenn du mit deinen Kollegen telefonierst oder mit deinem Chef sprichst. Das ist nicht einfach, aber frage dich, ob du wirklich ehrlich bist. Bist du wirklich du? Bist du so, wie du dich hörst? Willst du diesen Menschen gefallen und sind sie für dich tatsächlich so wichtig? Höre und schaue dich an. Dabei wirst du dich selbst näher kennenlernen und viel über dich erfahren. Wie es dir geht und was du verbirgst. Deine Devise für den September ist: Höre dir einmal selbst zu und du wirst über dich selbst viel erfahren. So, das war nun der erste Teil mit den Botschaften von den Engeln für den Monat September. Und morgen geht es weiter mit der Waage bis zu den Fischen. Bis morgen also, meine Lieben, eure Deria.